Die richtige Vorbereitung ist beim Elfmeter das A und O. Das Wichtigste, Konzentration. Beim Elfmeter sollte der Spieler sich eigentlich nur auf sich selber konzentrieren und nicht so auf den Torwart, weil das macht ihn nur nervöser. Das Zurechtlegen des Balles ist die Phase, in der der Schütze in sich geht und den Schuss mental vorbereitet. Unbewusste Blicke in die gewählte Ecke sollten tunlichst vermieden werden. Verraten Sie doch die Pläne des Schützen. Also ich lege den Ball einfach auf den Punkt, so dass ich ihn gut treffen kann. Ja, und da fängt die Konzentration eigentlich schon nur auf die Ecke an, wo ich hinschießen möchte. Durchschnittlich werden übrigens 75% aller Elfmeter verwandelt. Die Chance liegt also für dich als Schützen bei 3:1 zu treffen. Gute Konzentration vorausgesetzt. Und die Mannschaft, die beim Elfmeterschießen zuerst dran ist, gewinnt mit einer Quote von 60%. Wie legt ihr euch den Ball zurecht? Welche Tricks habt ihr noch parat? Einfach mal posten. Weitere Infos findet ihr hier und hier.